Herzlich willkommen zurück zu New Super Mario Bros. U. Vier. Wir machen weiter in Spikes Sandkasten in der Sandkuchenbürste 4. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. In diesem Level gibt's den Secret Exit der Welt. Ich merke schon, der Stern ist ja relativ unnötig gewesen. Vor allem, weil er mich umbringt. Okay! Dann muss ich wohl damit leben. Hätte ich zwar jetzt eigentlich nicht gedacht, aber... ja. Okay, ich hätte diesen Part nicht aufnehmen sollen. Zumindest nicht jetzt. Seht ihr, wie ich mich anstelle? Grauenhaft. Hier ist ein One-Up drin, das wusste ich. Deswegen bin ich auch eigentlich nur hier runtergegangen. So, wir werden in diesem Level ein Item sehen, was von vielen verhasst ist. Auch von mir. Nicht nur, dass wir hier überhaupt schon Spikes sehen, welche ja auch schon, denke ich, relativ ihren Hass verdient haben. Sie schmeißen einfach Stachelkugeln. Natürlich hasse ich sie. Wenn ich natürlich von einem Hass-Items da spiele. Item der Spielerrede ist es natürlich der Mini-Pilz, welcher seinen ersten Auftritt in New Super Mario Bros. DS hatte, oder? Genauso wie der Maxi-Pilz, wenn ich mich nicht täusche. Aber in Wii war der, glaube ich, nicht dabei, der Mini-Pilz, oder? Tut mir leid, ich habe Wii nicht gespielt. Zumindest nicht wirklich viel. Was heißt nicht wirklich viel? Ich hab's mir nur einmal angeguckt oder so. Ist das nichts? Hä? Irgendwas muss ich verpasst haben. Irgendwas sagt mir, dass das eine Röhre war. Ein versteckter Block. Wartet mal. Ihr seid so asozial. Habe ich aber auch jetzt nur gesehen, weil ich nicht in die Röhre rein konnte. Also es ist schon ein gutes Anzeichen, aber dass da ein Block ist, das weiß man eigentlich nicht unbedingt. Aber gut. Dafür habe ich es euch ja gezeigt. Muss ich hier warten? Oh hey, es läuft gar nicht so schlecht. Hier ist auch eine Röhre, das weiß ich. Weil hier müsste es den Mini-Pilz geben, genau. Was, glaube ich, neu ist hier in New Super Mario Bros. U für den Mini-Pilz, ist, dass er Wände hochgehen kann, oder? Ich glaube, er konnte früher immer nur auf Wasser laufen. Was er hier auch noch kann. Hier müsst ihr übrigens einfach nur durchrennen. Ist nicht so schwierig. Und vor diesem Typ da aufpassen. Auch nur mit einer Stampfattacke natürlich besiegbar, weil Mario so klein ist. Kann er dann eigentlich große Knochen trocken besiegen? Das interessiert mich tatsächlich schon. So, habt ihr den Mini-Pilz, kommt ihr auch nur so in den Secret Exit. Gut, und da das... ja, jetzt eigentlich nur noch mal das gleiche ist bis kurz davor, weil der Secret Exit so gut wie am Ziel ist. Skippe ich euch das natürlich. Weil das hat ja nicht unbedingt viel Wiederspielwert. Okay, ich bin jetzt noch tausendmal gefühlt dumm gestorben. Ich weiß auch nicht warum. Es ist einfach so. Hier ist das Ziel. Also was heißt tausendmal? Ich glaube, ich bin einmal nochmal dumm gestorben. Oder zweimal, ich weiß es nicht mehr. Ich habe dann mir eine Feuerblume genommen. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm ist, dass ich euch das nicht gezeigt habe. Wir gehen jetzt allerdings erstmal ins Secret Level. Ein Schneelevel, weil die Schneewelt direkt neben der Wüste ist. Piranha-Pflanzen auf Eis. Sandkuchenwüste, Eis. Na, 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 na.
Nee, ich darf eigentlich gar nicht mitsingen. Weil für euch ist das. Ja, für mich ist die Musik, ich glaube, eine Sekunde oder so verzögert und dann. Ist das komisch? Aber die Musik ist so schön. Na 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 na. Da muss ich runter. Warum kann ich das Level nicht beenden? Muss ich mich verarschen? Muss ich mich jetzt echt umbringen? Dann bringe ich mich halt um. Hey, warum kann ich denn das Level nicht verlassen? Das macht gar keinen Sinn. Und warum schaffe ich es nicht, mich umzubringen? Ach komm, jetzt spring in die scheiß Flamme rein. Es ist schon lächerlich, wie ich finde. Es ist halt nur wegen der Starcoin. Sonst hätte ich mich ja nicht mehr umbringen müssen. Also eigentlich sind diese ganzen Tode schon wieder so sinnlos. Nur weil man halt nicht den Level verlassen kann, warum auch immer. Aber ich habe mir jetzt auch einfach, keine Ahnung, einen Flugeichelpilz genommen. Ich denke mal, dass das okay ist. Weil. Mario. Also nicht das nächste. Alter, er springt nicht hoch. Es ist so eine Lächerlichkeit. Okay. Ich wurde aber auch so verarscht. Der Luigi-Block ist übrigens auch gerade erschienen. Das war aber wirklich Verarsche. Alles. Ich habe mich bestimmt dreimal nochmal umgebracht. Das eine war auch so ein Betrug. Da ist die Feuerblume einfach bei den Piranhas gespawnt. Also, hä? Natürlich bin ich dann gestorben. Ja, egal jetzt. Wir schaffen das jetzt einfach und gut. Vergessen den Scheiß. Alles nur, weil ich mich am Anfang umbringen musste. Ist doch klar, dass dann die Leistung absackt. Naja. Verpiss dich. Das ist so klar. Es war so klar, dass sie das jetzt runter macht. Jetzt komme ich da nicht mehr hoch. Stimmt's? Ja. Das heißt, ich kann mich umbringen, ne? Es ist so ein Scheiß. Und ich hasse diesen Level über alles. So, dann zeige ich euch jetzt natürlich den Luigi-Block, weil ihr den alle sehen wollt. Das ist er. Hä, ich dachte, ich war im Ziel. Im Zwischenziel. Hä? Ich verstehe zwar nicht, warum es keinen Checkpoint gibt, aber... Warum auch Checkpoints, ne? Soll ich überhaupt da hochkommen? Das ist so ein Scheiß, Alter. Das ist halt wirklich eine ernst gemeinte Frage. Wie soll ich da hochkommen? Gut, dann nehme ich halt gleich die Pi-Eiche. Ist mir egal. Ich bring mich jetzt nicht nochmal um. Dann nehmen wir jetzt die Pi-Eiche und rennen da durch. Also ich möchte eigentlich nur über den Anfang des Levels drüber fliegen und dann da halt gucken, wie ich da hochkomme. Bei mir macht es keinen Spaß so. Ich habe so viel Scheiße verballert. Warum es keinen Checkpoint gibt, ist mir auch fragwürdig. Es ist ein Level der zweiten Welt. Weiß ich nicht. Ja gut. Okay, ich habe es tatsächlich geschafft, hier hochzuspringen. Jetzt tun wir einfach so, als wäre das eine normale Eichel. Kann es euch ja gleich noch demonstrieren. Weil die Pi-Eichel kann, wie ihr seht, die ganze Zeit hochfliegen. Und so habe ich halt einfach nur das Level überflogen.
Nach Abschluss des Levels verwandelt sie sich zu einer normalen Eichel. Wollte ich nur dazu gesagt haben. Ja. Sehr, sehr, sehr großes Tief in dem LP bislang. Weiß ich nicht, was da los war. Stein, Spike, Staccato. Warum denn schon wieder was mit Spikes? Ein Wolkenlevel. Übrigens ist auch ganz schön, dass die verschiedensten Level-Themes, wenn die in der Welt auftauchen, auch irgendwie angedeutet sind. Weil das hier ist zum Beispiel auf einem Pilz. Und das ist dann ein Pilz-Level. Das ist ganz nett. So, diese Pilze, ich weiß gar nicht, ob es die auch in anderen Teilen schon mal gab. Sie ziehen sich halt für eine gewisse Zeit zusammen und breiten sich aus. Und hier gibt es sogar einen Checkpoint! Hey! Im anderen Level hätte ich dich eher mehr gebraucht. Ja, genau, als ob das... Ärgerlich. Ach, da ist so ein rotierender Block. Da könnt ihr einen Cooper-Panzer davor werfen. Und dann natürlich... das Item bekommen, was dann da rauskommt. Und was der Block halt angezeigt. Also ich weiß ja nicht, aber... Ja, genau. Den Level schaffe ich jetzt scheinbar ohne Gegentreffer. Es ist ganz komisch, diesen LP. Was ich schaffe und was ich nicht schaffe. Also, die Tote, die ich habe, sind so sinnlos. Und sowas, wo man ganz einfach abstürzen kann und getroffen werden kann, das schaffe ich dann. Das ist komisch. Naja. Machen wir weiter bei Lucky Tooth's Garten. Ja, nee, will ich nicht. Ich behalte jetzt meine Flugeiche. Kann man lame finden? Ja. Das ist Lakito. Auch schon seit Urzeiten dabei. Okay, ich nehme doch die Eisblume. Der wirft keine Stachis, sondern Piranha-Pflanzen in dem Spiel. Ich glaube auch immer. Übrigens macht er Stampfattacken auf Palmen. Kann es sein, dass ihr immer mal wieder was rausbekommt? Oh. Ich weiß gar nicht mehr, wo die erste Sternmünze ist. Ich nehme an, welche sind im Himmel, die anderen nicht. Die ist sehr, sehr einfach. Und die Lakito-Wolke hätte ich genau jetzt noch gebraucht. Das ist schon Betrug. Weil da oben hat man gesehen, da war was. Ja, scheiße. Wie mache ich das jetzt? Wieder reinschneiden, ne? Und da ist noch einer. Komm mal her. Ich versuche jetzt ganz schnell zurückzufliegen. Weiß nicht, ob das klappt. Weil das Ding schafft scheinbar, glaube ich, nur 5 km/h. Ah, genau. Da oben war's. Das ist so dumm. Ich weiß auch nicht, was ich mit diesem Powerblock soll. Es geht in die Wolke. Wie wenigstens die nächste Münze. In die Röhre. Ja, also die Leistung diesen Parts ist sehr, sehr fragwürdig schlecht. Ich weiß auch nicht. Kein Applaus?
Der Applaus ist eigentlich immer ganz schön. Sagt zwar nichts wirklich über das Spiel aus, ist einfach nur zur Belohnung. Das war die zweite Sternmütze. Hier ist die dritte. Hä? Okay. Von mir aus. Auch wenn ich eigentlich gedacht hätte, dass sie bei den Röhren ist, aber okay. Okay, kann ich mitleben. Schließen wir jetzt einfach diesen Horrorpart ab. Mortens Pressfestung. Klingt schön, oder? Wartet mal, was hier hinten. Irgendwas für den Minipins? Ich glaube nichts Relevantes. Wäre ja dämlich, wenn das was Relevantes wäre. Okay, hier gibt es auch nur eine Eisblume. Das war für mich kein Treffer, aber okay. Wie ich schon mal sagte, die Hitboxen von New Super Mario Bros. U sind manchmal fragwürdig. Manchmal relativ großzügig, manchmal aber wirklich fragwürdig. So, erste Sternmütze ist jetzt... eigentlich kein großes Problem, weil einfach nur drüber rennen, aber Mario hat keinen Bock. Na gut. Dann halt nicht. Und ich habe gerade ein Problem. Okay. Bin wieder da. Oh Gott, das war knapp. Und das war dumm. Aber gut, ich muss mich jetzt auch erstmal wieder anfangen zu konzentrieren. Er macht es wieder nicht. Hä? Okay, jetzt schaffe ich es nicht. Jetzt. Okay, ich weiß nicht, wie ich jetzt hier wegkomme. Nein! Alter, der Part ist so verflucht. Ich kann ja gar nichts heute. Es kommt nicht mit, du konntest nie was. In manchen Spielen bin ich schon gut. Es gibt den Mini-Pilz wirklich. Mach nur Scheiße. Packt einfach nicht, was ich hier tue. Was? Oh hey, solange es passt, ist alles super. Okay, scheiß drauf. Ich brauch das nicht. So, die Hotheads könnt ihr auch mit der Eisblume ausmachen. Falls ihr die nicht mögt, so wie ich. Das war es immer noch nicht. Ich habe zu viel Angst. Aber wir besiegen Morten. Ich spüre es. Wir werden nicht mehr sterben. Nein. Nein! Oh, Alter. Okay. Ist da die Feuerblume drin? Dann her damit. Aber Morten kann tatsächlich, wenn ich Pech habe, mir auch Probleme machen. Aber das wird er nicht. Stimmt's, Morten? Dein Schloss? Okay. Das hat mich manchmal gerade ein bisschen getrollt, aber nein. Sehr, sehr clean mit einem Dreisprung in die Kanone. Und jetzt wirst du gekillt. Ein für alle Mal. Na? So, jetzt holt er seine Pockys raus.
Und wir müssen den ausweichen. Er kann sie aber auch nach oben feuern. Das kann riskant sein. Ist er damit fertig? Kontern wir. Natürlich könnten wir jetzt direkt wieder auskontern, aber das machen wir nicht. So sind wir ja nicht. Wir wollen einen schönen, spannenden Kampf. Und lassen ihn natürlich angreifen. Wir lassen ihn seinen einzigen Auftritt hier hin. Okay, man kann nicht drauf spinnen, scheiße. Ich hab's irgendwie gedacht. Ja, und lassen ihn seinen einzigen Auftritt seit 8 Jahren, wenn man es so nimmt. Klar, Super Mario Maker und so. Ach du Scheiße. Jetzt wird er aufhören zu reden. Alles super. Sehr schön. Gut. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit dieses wirklich chaotischen Parts von New Super Mario Bros. U. Tut mir leid, dass ich richtig scheiße behalte. Wenn ihr den nächsten Part nicht verpassen wollt, wo ich vielleicht auch wieder fehle, weil wir gehen in die Wasserwelt, dann könnt ihr mich abonnieren. Habt noch einen schönen Tag. Tschüss. Bis dann. Wir haben auch alles gefunden. Alle Sternmünzen in der Sandkuchenwüste gesammelt. Für das, wo gut ist.